Wunderbar, ja, ganz herzlichen Dank nochmal für die Einladung. Ich freue mich sehr, hier am Dialogforum teilnehmen zu dürfen und möchte Ihnen einfach jetzt einen kleinen Einblick in die Arbeit des CERN geben und hier einen bunten Blumenstrauß an verschiedenen Maßnahmen ganz kurz aufzeigen, wo wir tätig sind und was wir uns hier im Kampf gegen Lebensmittelverschwendung vorgenommen haben. Genau, nächste Folie bitte. Das CERN selbst, kann man ganz kurz sagen, bündelt das Wissen rund um das Thema Ernährung in Bayern. Es ist eine Einrichtung im Geschäftsbereich des Staatsministeriums für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten und an zwei Standorten tätig. Wir bedienen eine Vielzahl an unterschiedlichsten Zielgruppen und haben uns auf die Fahne geschrieben, diese miteinander zu vernetzen und den Austausch zwischen Wissenschaft, Wissenstransfer und Wirtschaft zu fördern. Daher hier auch unsere drei Kernbereiche im wahrsten Sinne des Wortes. Wir möchten einen gesunden und nachhaltigen Lebensstil fördern und die Wertschätzung für Lebensmittel steigern. Und dazu bereiten wir aktuelle Erkenntnisse aus der Wissenschaft auf und planen und koordinieren wissenschaftliche Modellprojekte. Genau, gerne die nächste Folie. Ich glaube, zum Thema Lebensmittelverschwendung brauchen wir uns jetzt nicht mehr im Detail die Zahlen anschauen. Ich würde nur noch einmal kurz aufgreifen, dass wir hier sowohl eine sehr große Ressourcenverschwendung als auch natürlich auch einen Einfluss auf den Klimawandel sehen. Und hier kursiert die Zahl von 8% der menschengemachten Treibhausgasemissionen, die allein auf die Lebensmittelabfälle entfallen. Und diese Zahl ist etwa in der Größenordnung vergleichbar mit dem Einfluss aller Fahrzeuge beispielsweise. Deshalb ist es umso wichtiger, dass wir ins Handeln kommen. Nächste Folie bitte. Und dazu haben wir in Bayern das Bündnis Wir retten Lebensmittel, das vom Staatsministerium 2016 initiiert worden ist und derzeit 68 Teilnehmer aus ganz unterschiedlichen Stufen der Wertschöpfungskette umfasst und die sich hier zusammengetan haben, um Strategien zur Reduzierung von Lebensmittelverschwendung zu entwickeln und gemeinsam umzusetzen. Genau, gerne die nächste Folie. Vielleicht ganz kurz, wie es zur Ideenfindung kam, wie haben wir diese Maßnahmen im Bündnis entwickelt? Wir haben 30 Teilnehmer aus ganz unterschiedlichen Bereichen gewonnen, die interdisziplinär zusammengearbeitet haben und haben in 5 Fokusgruppen nach vordefinierten Themenfeldern innerhalb von einem Tag eine riesengroße Anzahl an verschiedensten Ideen, nämlich über 250 Ideen, kreiert und sind dann in den nächsten Schritten in eine Verfeinerung gegangen, haben die Ideen gebündelt und zusammengefasst und haben schließlich in mehreren Sitzungen dann gemeinsam die Ideen ausgewählt, die wir weiter priorisieren wollten und in die Breite tragen wollten. Gerne die nächste Folie, genau, vielen Dank. Und wir adressieren mit diesen 17 priorisierten Maßnahmen im Bündnis Wir retten Lebensmittel unterschiedliche Handlungsfelder. Zum einen geht es um die Sensibilisierung von Konsumenten, um eine verstärkte und verbesserte Zusammenarbeit mit karitativen Einrichtungen, auch um optimierte Prognoseverfahren oder auch die innovative Weiterverwertung von Reststoffen oder eine verbesserte Lagerhaltung. Genau, und einige dieser Maßnahmen zielen auch auf den Endverbraucher und daraus werde ich Ihnen ein paar vorstellen und auch noch weitere Aktivitäten, die das CERN in dem Bereich unternimmt. Genau, gerne die nächste Folie. Genau. Ja, fast schon institutionalisierte Veranstaltungen sind die Bayerischen Ernährungstage. Die finden seit 2012 alle 2 Jahre statt. Bis auf letztes Jahr, da mussten die pandemiebedingt verschoben werden. Und hier bringen wir unterschiedliche Akteure zusammen aus Wissenschaft, Wirtschaft, Ernährungsbildung und Politik, um mit unterschiedlichen Themenschwerpunkten zu diskutieren und sich auszutauschen und vernetzen. Und hier hatten wir 2014 speziell auch den Aspekt Lebensmittelverschwendung aufgegriffen.
und haben im Rahmen dieser bayerischen Ernährungstage, die so eine Art Messe gestaltet sind, auch ein Fachsymposium organisiert zum Thema restlos gut essen und hatten hier verschiedenste Referenten zur Thematik eingeladen und auch viele spannende Tischgespräche geführt. Es gab auch eine Kinderuni, um auch die jüngeren Teilnehmer hier zum Mitmachen zu bewegen und für die Thematik zu sensibilisieren. Wir haben Expertenvorlesungen gehalten und es gab viele interaktive Aufgaben für die Kinder und Übungen, um auf das Thema hinzuweisen und sie dafür zu begeistern. Es fand auch ein Fotowettbewerb statt unter dem Motto Köstlich und Kostbar, der sehr gut angekommen ist. Wir haben hier eine Plattform, eine Webseite erstellt. Dort konnten die Fotos eingereicht werden. Und wir haben über 430 Fotos erhalten, die dann über eine Online-Community bewertet worden sind. Und die besten wurden prämiert. Wir sehen hier unten rechts im Bild, dass den ersten Preis eine Schulklasse gewonnen hat, die tatsächlich die Lebensmittelabfälle aus den Mülleimern der Schule gefischt hat und diese zu einer Collage zusammengesetzt hat. Und dieses Bild hat den ersten Preis gewonnen. Ja, und auch im Rahmen der Ernährungstage fanden auch zahlreiche Aktionen in 47 Ämtern für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten statt und auch in den 8 Fachzentren. Genau. Gerne die nächste Folie. Richtig, im Bereich Ernährungsbildungsprojekte haben wir auch für unterschiedliche Zielgruppen Materialien am Kern vorbereitet. Zum einen gibt es da die Lebensmittelfreunde, die speziell die Grundschulkinder der 2. und 3. Klasse ansprechen. Hier wurden lustige Figuren wie Prinz Köstlich oder Himbeere oder der Supersalat grafisch entworfen, um auch die Kinder entsprechend abzuholen und für die Themen zu begeistern. Es werden hier Experimente angeboten in den Unterrichtseinheiten und auch kleinere Forscheraufträge vergeben, damit die Kinder auch mitmachen können und sich mit dem Thema auseinandersetzen können. Und am Schluss, bei bestandener Prüfung, können sie den Lebensmittelretter-Führerschein sogar erwerben. Dadurch, dass wir letztes Jahr die Pilotphase in den 5 geplanten Regierungsbezirken nicht durchführen konnten, haben wir jetzt leider keine wirkliche Evaluation noch dieser Maßnahme durchführen können. Aber das wird bestimmt bald möglich sein, wenn entsprechend wieder die Schulen geöffnet sind und solche Aktionen auch stattfinden können. Genau, für die etwas älteren Schüler gibt es den Lernzirkel Köstlich und Kostbar, der vor einigen Jahren aufgestellt wurde. Hier werden verschiedene Themen wieder auch entlang der Wertschöpfungskette zum Beispiel oder der Einkaufschecker, die Lagerung im Kühlschrank und weitere Themen rund um Lebensmittelverschwendung aufgegriffen und den älteren Schülern nahegebracht. Eine interaktive Anwendung bieten wir ebenfalls an für Ausstellungen oder auch für Schulen oder die Landesgartenschau beispielsweise. Und hier kann man praktisch verschiedene Erfahrungen, verschiedene Spiele machen, sei es zum Einräumen von verschiedenen Lebensmitteln in einer Küche, sei es eine virtuelle Tour durch den Supermarkt, bei der man Hinweise zur Haltbarkeit der eingekauften Lebensmittel erhält oder auch einen Portionsmengenrechner, der einem aufzeigt, wie viel man für welche Anzahl für eine bestimmte Anzahl an Personen, an Zutaten benötigt, um hier auch bedarfsgerecht einzukaufen und Mahlzeiten zuzubereiten und dann noch ein Gedächtnisspiel und einiges mehr, was hier in der virtuellen Küche aufgegriffen wird. Genau. Eine Minute, Frau Naders. Oh, da muss ich mich sputen. Dankeschön für den Hinweis. Ich sehe leider die Zeit nicht eingeblendet. Gerne die nächste Folie. Genau, dann kurz hier noch dazu. Es gibt im Moment bei uns den Schwerpunkt zu den 10 goldenen Regeln gegen Lebensmittelverschwendung. Daran arbeiten wir ganz aktuell. Da sollen Postkarten, Kalender und auch ein Kurzvideo entstehen, dass wir auch Veranstaltungen zeigen können. Und wir haben auch eine Wanderausstellung konzipiert, die sehr gut aufgenommen worden ist und die 2015 auch im Münchner Museum für Mensch und Natur gezeigt wurde und dort eine Vielzahl an Besuchern erreicht hat und auch viele Schulklassen begeistert hat. Gerne die nächste Folie. Genau, wir laufen auch oder wir führen auch Modellprojekte durch, wie die Stocky App.
Hier haben wir auch ganz speziell eine App entwickelt für Endverbraucher, um achtsamer mit Lebensmitteln umzugehen, überlegter einzukaufen, planvoller zu kochen. Wir kombinieren hier eine digitale Einkaufsliste mit einem Wochenplaner und einer Vorratsliste und haben hier einen Prototyp entwickelt und auch intensiv mit Verbrauchern getestet und haben verschiedene Elemente im Bereich Nudging und Gamification getestet, um Verbraucher dazu zu motivieren, am Ball zu bleiben und die App zu nutzen. Gerne die nächste Folie. Genau, wohin möchten wir gehen? Das hatte Frau Wunder auch schon kurz angesprochen. Wir wollen in Zukunft mit dem Bündnis auch mehr auf die kommunale Ebene gehen und hier Projektgruppen aus allen Bereichen der Wertschöpfungskette zu Lebensmittelretteraktionen motivieren und animieren in ganz Bayern. Gerne die nächste Folie. Genau. Schließlich zur Evaluation der Maßnahmen. Unsere Erfahrung ist, dass wir bezüglich der Evaluation einer Maßnahme bereits bei der Konzeption uns Gedanken machen sollten und hier auch individuell an die einzelne Maßnahme das Evaluationsverfahren und die entsprechenden Parameter anpassen sollten, uns überlegen sollten, was können wir wie mengenmäßig erfassen und in Zahlen belegen, idealerweise natürlich auch in quantitativen Mengen der geretteten Lebensmittel. Ein ganz wichtiger Punkt ist auch, dass allein die Bereitstellung von Informationen und die Vermittlung von Wissen nicht ausreichen, um das Verbraucherverhalten langfristig zu ändern. Auch eine gerade eben veröffentlichte Studie hat gezeigt, dass 2/3 der Deutschen sich durchaus bewusst ist, dass weniger Lebensmittelverschwendung hilft, das Klima zu schützen, aber nur 1/3 kauft auch wirklich bewusst und bedarfsgerecht ein. Ja, ich denke, Nudging und Gamification, dieses spielerische Herangehen und das kleine Stupsen in die richtige Richtung, könnten hier sehr vielversprechende Ansatzpunkte sein für eine schrittweise Umstellung dieses oft routinierten und auch unbewussten Verbraucherverhaltens hin zu mehr Wertschätzung von Lebensmitteln. Und dann zuletzt noch ein Zitat von Carlo Petrini, das ich sehr schön finde in dem Zusammenhang. Menschen ändern ihre Ernährungsgewohnheiten weniger durch Vernunftentscheidungen als durch positive Gefühle. Und vielleicht werden wir die Gelegenheit hier in dem Dialogforum haben, zu diskutieren, wie wir den Verbrauchern positive Gefühle mit auf den Weg geben können, wenn sie zu Lebensmittelrettern werden. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit.